Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum zweiten Tutorial dieser Folge. Heute werden wir mal das Programm SpedV ein wenig unter die Lupe nehmen. Das ist ein Programm für ETS, um eine Spedition nachzuahmen bzw. zu führen. So, weiteres dazu nach dem Intro. So, da sind wir auch wieder. Also, wir werden heute mehrere Themen von SpedV durchgehen. Weil SpedV ist ein ziemlich großes Programm, das heißt also, das Ganze wird dann jetzt etwas länger dauern. Aber ich werde es ausführlich erklären und euch somit ein wenig auch in das Programm richtig einweisen, sodass ihr es auch gut nutzen könnt. Als erstes. Um das Programm überhaupt zu verstehen, beziehungsweise damit wir es überhaupt nutzen können. Gehen wir auf die Seite sped-v.de. Link kommt dann gleich in die Beschreibung. Dort seht ihr als erstes eine riesen Webseite. Hier könnt ihr so ein bisschen rumgucken. Hier seht ihr auch noch ein paar Fotos zum Beispiel, wie das Programm ungefähr aussieht. Ihr habt dann noch einen guten Text dazu. Ein Support-System. Hier seht ihr nochmal das Team. Und dass wir auch gerade Verstärkung brauchen. Ist immer wichtig. So, als erstes gehen wir auf Download. Dann wird das Programm heruntergeladen. Keine Sorge, das habe ich jetzt schon gemacht. Als zweites müsst ihr unter Nutzerverwaltung euch anmelden. Ich bin jetzt schon gerade angemeldet. Das meiste könnt ihr immer mit Steam machen. Dort müsst ihr dann einen Key erstellen. Einfach hier irgendeine Beschreibung reinschreiben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Client 1 oder Key 2 drin. Und dann auf Key generieren drücken und dann wird dieser erstellt. Das dazu. Im zweiten Schritt öffnen wir das Programm. Ich hoffe mal, dass es heute jetzt wenigstens funktioniert bei mir hier auf dem Rechner. Denn SpedV gibt es auch noch unter Steam. Es gibt es einmal als normales Programm und einmal als Steam-Programm. Ich habe es jetzt hier gerade als Steam-Programm, weil das normale bei mir leider nicht mehr funktioniert. Das ist aber auch nicht schlimm, weil das sollte eigentlich jetzt auch starten. Ja, da ist es. So. Da wären wir. So sieht SpedV dann aus, wenn ihr euch angemeldet habt. wenn ihr das Programm dann installiert habt, fragt er euch am Anfang nach dem Key und ob ihr die Telemetry nachinstallieren wollt. Dort müsst ihr natürlich auf Ja drücken. Bei dem Key müsst ihr einfach den Key, den ihr hier erstellt habt, mal auf Anzeigen klicken, abkopieren und hier unten dann einfügen. Und dann seid ihr auch schon angemeldet. So. So sieht das Ganze dann halt am Anfang aus. Für die, die SpedV jetzt neu benutzen, ihr habt noch für, ich glaube, einen Monat oder 30 oder 20 Tage, irgendwie so war das, habt ihr SpedV Plus, dann könnt ihr das auch mal austesten. Ich habe es jetzt leider nicht mehr, aber da sind leider jetzt auch im Moment noch nicht allzu viele Features, die jetzt erwähnenswert wären. Weil das meiste zeigt euch auch das Programm. So. Über das Programm selbst könnt ihr einmal die Telemetry starten, falls diese nicht aktiv ist. Das ist diese hier. FBA Telemetry. Und auch eure Spiele. Am Anfang wird er euch auch fragen, wo die Spiele sind. Ihr müsst dann sagen, ETS 2 ist unter Dokumente. ETS 2. Beziehungsweise Steam. So ist es. Steam, Steam Apps, Command. Und dann halt Euro Truck Simulator 2 oder halt auch American Truck Simulator. Ich habe natürlich jetzt hier beide. Und halt auch Truckers MP. Dann könnt ihr hier halt sehen, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Auftrag angenommen habt, welcher Auftrag das ist, was ihr fahrt, wie lange ihr noch habt. Dafür ist dieser Balken da. Dieser leuchtet auch rot. Wenn ihr zum Beispiel nicht mehr viel Tank habt, dann zeigt dieser halt nur so viel an, wie viel Kilometer ihr noch ungefähr schafft.
Pi mal dicken Daumen stimmt es meistens. Ich habe es aber bisher noch nicht richtig voll ausnutzen können. Dann könnt ihr hier Fairness sehen. Da weiß ich jetzt leider nicht genau, wofür das war. Ich habe mich da leider selbst bisher noch nicht mit befasst. Unter dem Reiter könnt ihr zum Beispiel, wenn SpatV nicht erkannt hat, dass ihr getankt habt, dann könnt ihr dort einmal draufklicken und dann könnt ihr da dann den Preis eingeben, für den ihr getankt habt. Sofern er das noch eingespeichert hat, wie viele Liter ihr drin neu reinbekommen habt. So, dann seht ihr hier noch den Reiter LKWs. Da kommen wir aber dann gleich noch zu. So, der nächste Reiter ist Aufträge. Der Aufträge-Reiter ist relativ kurz, beziehungsweise relativ einfach. Ihr seht, wenn eure Fahrer neue Aufträge eingefahren haben, dann seht ihr hier selbige angezeigt. Und wenn diese noch nicht abgerechnet sind, sind diese rot. Da jetzt hier die meisten Aufträge abgerechnet sind, sind diese grün. Wenn welche abgebrochen sind, wenn diese abgebrochen sind, sind sie schwarz. Hier unten seht ihr auch nochmal eine kleine Legende. Wartet mal, ich kann auch ein bisschen größer machen. So. Halt, ob der Auftrag pausiert ist oder ist in der Admin-Delegation, Screenshot-Überprüfung etc. pp. Hier drüber könnt ihr auch das Speditionsziel erstellen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel für meine Truppe 5 Millionen eingetragen und das soll jetzt bis Ende dieses Jahres gehen. Aber bis dahin müssen insgesamt 5 Millionen eingefahren sein. Ihr könnt aber auch unter neues Speditionsziel direkt ein neues schon erstellen und halt auch eingeben, ob ihr entweder Entfernung oder den Auftragswert haben möchtet. Das heißt also, entweder wollt ihr jetzt 5 Millionen Kilometer gefahren sein in einem Jahr oder 5 Millionen Euro eingebracht haben. Dann müsst ihr hier nur ein Datum wählen. Was weiß ich, der 31. Dezember. Dann könnt ihr hier auch noch eine Uhrzeit auswählen. Und dann könnt ihr hier auch noch eingeben, wie viel Bonus dann die jeweiligen Fahrer bekommen. Achtung, das wird aber alles von dem Geld, von dem Konto, wo wir gleich noch drauf zukommen, abgezogen. Aufträge abrechnen können auch nur bestimmte Leute. Dazu auch gleich genaueres. Was ich euch aber jetzt schon sagen kann, ist, Fahrer, sofern eingestellt, können dies nicht. Also nicht, dass ihr euch wundert und ihr seid mal Fahrer in irgendeiner Spedition und ihr könnt keine Aufträge abrechnen, das ist normal. In der richtigen Spedition können dies nur meistens Disponenten, der Chef selbst, beziehungsweise eigentlich auch der Chef nicht, aber hier in dem Programm kann es auch der Chef, oder auch noch andere, die damit zu tun haben. Als nächstes gehen wir dann jetzt zu Geld. So, unter dem Reiter Geld seht ihr euer eigenes Konto, wie viel ihr verbraucht. Das sind halt immer nur so, ja, Kriterien, welche jetzt frei erfunden sind. Diese hier haben nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun. Die sind einfach nur so, um das realistischer darzustellen. Dann wie viel ihr eingefahren habt, etc. Und dann seht ihr hier als Chef, seht ihr auch das Konto von eurer Spedition. Bei uns ist es jetzt leider rot, weil wir lange nicht mehr gefahren sind. Aber hier seht ihr dann halt auch, wie viel eingefahren wurde, wie viel ausgegeben wurde, etc. Ihr könnt das Ganze auch unter Details angucken. Dann seht ihr das halt nochmal besser, was zum Beispiel jetzt heute, Dienstag, der 3. Dezember, ausgegeben wurde. Ihr seht, haufenweise Spesen. Und halt die täglichen Kosten. Im Diagramm könnt ihr halt auch noch, wenn ihr so Diagrammfuzis seid, könnt ihr euch da doch noch schön angucken, wie hier was passiert ist. Aber meistens nehme ich das gar nicht ernst. Mich interessiert da meistens nur Cashflow oder Details, weil das ist übersichtlicher und da sieht man halt auch, wie viel, beziehungsweise wann, wie viel, wo ausgegeben bzw. eingefahren wurde. Hier unten könnt ihr eine neue Überweisung tätigen.
Das ist zum Beispiel jetzt von dem Konto aus. Könnte ich jetzt alle Fahrer hinzufügen, einen Fahrer hinzufügen oder nur ein bestimmtes Konto hinzufügen. Den Geldwert und die Begründung. Dann könnt ihr auch Geld umbuchen. Sagen wir jetzt mal von meinem Konto auf das Konto von hier. Dann gebt ihr hier den Wert ein und dann könnt ihr das dann auch selbiges umbuchen. Das wäre es zum Thema Geld. Weiter geht's jetzt mit dem Kontormodus. So, der Kontormodus. Da müsst ihr aufpassen, selbiger ist noch in der Alpha-Version. Wird aber im Moment immer weiter umgebaut. Früher sah das Ganze hier noch ein bisschen anders aus. Ihr habt am Anfang, habt ihr die Fahrtenplanung. Dann habt ihr Auftragsangebote, Lagerplatz, Fahrtangebote von anderen Firmen und eure eigenen Fahrten. Unter Auftragsangebot, könnt ihr so gesehen eine Fahrt aussuchen. Das heißt zum Beispiel, müsst ihr jetzt gucken, unter Fahrtenplanung, wo steht jetzt der jeweilige Auflieger. Und das heißt also zum Beispiel jetzt dieser hier, das ist ein 27-Tonner, der steht in Parma bei Spinelli. So, dann könnt ihr da draufklicken und dann seht ihr hier direkt mehrere Aufträge von der Stadt aus. So, dann gehen wir jetzt auf Gewicht. Also ich mache es meistens mit Gewicht, ihr könnt auch auf Wert gehen. Und dann sehen wir jetzt, wir haben 27 Tonnen maximal. Na, hier unten ist eine 26-Tonner Fracht, Adventsgrenze. So, von Parma nach Riga. Ja, das ist eine ganz schöne Strecke. Dann könnt ihr diese Fracht jetzt auf Angebot annehmen klicken. Dann dauert das ein Sekündchen. So, dann wird die Fracht hier oben angezeigt. Wir sind jetzt hier bei dem Parma LKW Auflieger. Und dann könnt ihr jetzt hier so gesehen eingeben, dass ihr die erste Fracht nach TE Logistics macht. Dann die zweite Fracht nach Riga. So, und schwupp ist der Auftrag drin. Jetzt könnt ihr hier noch einen Fahrer hinzuweisen. Sagen wir mal jetzt mich. Und dann ist das Ganze fertig. Ihr könnt auch jetzt an den Auflieger noch weitere Frachten hinzufügen. Das ist euch überlassen. So. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, müsst ihr auf meine Fahrten gehen. Dann sagt er jetzt leider noch, derzeit ist kein Auftrag bereit. Aber meistens einmal neu laden. Ah, hier. Ach, sorry. Also da oben auf Fahrten zuweisen, das funktioniert anscheinend leider noch nicht. Wie ihr seht, das packt wie gesagt auch rum. Ihr könnt aber hier unten dann die jeweiligen Fahrer eintragen. Dann klickt ihr auf Fahrten, den Fahrer hinzuweisen und dann bin ich hier unten eingetragen. So, das gleiche auch hier. Bin ich da. Warum meckert der jetzt rum? Der meckert jetzt aus dem Grund rum, weil ich erstmal mit dem einen Auflieger dahin fahren muss. Das ist also nichts Schlimmes. So, jetzt seht ihr unter meine Fahrten die zwei Frachten. So. Jetzt müsst ihr in eurem ETS 2 noch die Mod aktiviert haben. So. Ich habe jetzt mal für euch hier ETS 2 gestartet. Wie ihr seht, es gab gerade sogar ein Update von der 1.35 auf die 1.36. Das heißt also, DirectX 11 ist nun komplett eingefügt. Mal schauen, wie das jetzt gleich gut funktioniert. Nun müsst ihr Mod Manager, das dauert jetzt bei mir einen kurzen Moment, müsst ihr den FPH SpedVo Frachtkontor Mod aktivieren. Link dazu tue ich euch gleich in die Beschreibung. Und diesen auch bitte an oberster Stelle. So, ja, ich möchte ihn verlassen. Dann einmal spät vorsetzen. Oh, der ist ein bisschen. Wenn wir Glück haben, stürzt er nicht ab. Was bei mir leider öfters mal der Fall ist.
komm schon. Bleib mal schneller. Bis das Ding geladen hat. Keine Ahnung. Nun müsst ihr unter Kontor meine Frachten, dort die jeweiligen Frachten eurem Profil hinzufügen. So, füge Aufträge zum Selfcam hinzu. So, diese sind jetzt da drin. So, jetzt kann ich einmal auf Spiel fortsetzen drücken. Ihr müsst immer in dem Profil Wechsel bleiben. Das heißt also, ihr dürft nicht in Game rein, sondern ihr müsst immer in diesem Profilbild bleiben. Weil sonst kann Sped vor euch die Frachten dann nicht hinzufügen. So, wenn das Spiel jetzt geladen hat, müssten wir rein theoretisch die Fahrten annehmen können. Und bitte SpedV Kontorfrachten nicht mit eigenem Auflieger. Weil SpedV hat seine eigene. Ich weiß nicht, wann SpedV das mit den Frachten macht. Für die eigenen. Da bin ich im Moment nicht ganz auf dem Laufenden. So. Da ich jetzt die Stadt leider noch nicht habe, wie ich gerade sehe, Barma, muss ich mich jetzt leider hin teleportieren. Das mit der LOL-Kamera. Dann markiere ich mir mal eben die Stadt. Wo haben wir sie? Da. Ah. Aha. So. Kamera und los geht's. Wie gesagt, das Ganze habe ich euch ja schon in dem Nullkamera-Tutorial erklärt. Da es ja jetzt hier so dunkel ist, fliege ich hier einmal so ein bisschen durch. So. Und da sind wir auch schon. So, mit F9. Ja, gut, hatten wir jetzt ein bisschen Schaden. Ich glaube wahrscheinlich, jetzt muss ich einmal schlafen. Oder erkennt er den Auflieger? Ja. Er erkennt ihn. Nur leider muss ich erstmal für SpedV die andere Fracht fahren. Genau, nämlich das hier. Ups, nee, das wollte ich nicht. Nun angekommen, nehmen wir jetzt den Auftrag an. Also auch schon, FPH stückt gut. Hier hinten steht er auch. So. Nun wurde dieser Auftrag angenommen. Das heißt also jetzt. Genau. Ja, jetzt bei mir stürzt leider immer SpedV ab, deshalb eigentlich hätte ich euch das jetzt per Levy zeigen müssen. Wir starten uns jetzt einfach mal. Machen, dass es funktioniert. So. Dann einmal auf Play drücken. Ja, ist ja gut. Ja, hier im Offline-Modus. Das meine ich, SpedV buggt manchmal etwas rum. Aber ich denke mir mal, dass er den Auftrag angenommen hat. Jetzt müsst ihr dann so gesehen nur noch dahin fahren.
den Auftrag abgeben und dann wird euch auch im Kontor das angezeigt. Das nun zum Kontor. Bei weiteren Fragen einfach, wie gesagt, in Discord nachfragen. So, um das Ganze jetzt noch schön gemütlich abzurunden und den letzten Reiter noch zu machen. SpätV allgemein, nämlich die Spedition. Hier drin könnt ihr einmal den Kurznamen einstellen. Das heißt also das, was so gesehen immer bei euren Fahrern hinten dran steht. Discord Webhook habe ich bisher noch nicht eingestellt. Das ist aber für Discord. Spesen, maximale LKW-User, Schadensbericht, Cooldown. Achso, der ist voreingestellt. Und maximale inaktive Zeit 30 Tage. So, dann könnt ihr unter Bewerbung, könnt ihr so gesehen halt einstellen, Name, Vorname, Alter, wie lange spielen sie schon ETS, wollen sie bei uns in die Spedition rein. Das haben wir reingeschrieben. Ihr könnt aber auch alles Mögliche da reinschreiben. Schönes Bild hinzufügen und dann ist das in Ordnung. Unter Niederlassung könnt ihr euren Fahrern so gesehen LKWs geben. Natürlich vorher halt eine Niederlassung aussuchen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Dresden. Und dort drin sind jetzt gerade 3 LKWs. 2 von mir, einer von einem Kumpel. Und LKW kaufen. Dort könnt ihr dann einmal den jeweiligen LKW aussuchen. Wie ihr seht, es gibt unterschiedliche. Also, sie packen immer neue Sachen hinein. Dann einmal ein Kennzeichen reinschreiben und einmal auch den User auswählen. Dann unter Bonnies könnt ihr neue Bonnies hinzufügen. Das heißt also zum Beispiel, wenn ihr möchtet, dass eure Fahrer nur schadensfrei fahren, dann kriegen die dann je nach Auftrag dann immer einen kleinen Bonny. Maximal ist eigentlich egal. Also ihr könnt auch einem Fahrer für eine 1000er Pracht auch 10.000 Euro Boni geben. Das ist euch überlassen. Auch hier könnt ihr dann wieder einstellen nach Kilometer, nach Euro, wie ihr möchtet. Unter Personal, hier könnt ihr halt so gesehen einstellen, wer halt mit was für einem Standardrang man anfängt, welcher Geschäftsführerrang das ist und welcher inaktiver Rang. Dann halt die Geschäftsführer. Ihr könnt hier zum Beispiel Bruttolohn einstellen, Bonus pro Kilometer, die Farbe, Rechte, allgemeine Abrechnung, Buchhaltung, Speditionsverwaltung, Bonusverwaltung, Erhöhungsverwaltung, etc. pp. Und das gleiche halt auch mit jedem anderen Rang auch. Es gibt keinen Max-Rang, also ihr könnt so viele Ränge hinzufügen, wie ihr wollt. Und hier unten seht ihr halt auch, ob irgendein User Urlaub eingereicht hat. Und unter Änderungsverlauf seht ihr halt, was passiert ist. So, meine lieben Freunde, das wär's einmal mit SpätV im Groben. Soweit hoffentlich verständlich erklärt, wie das Programm funktioniert. Sollten weitere Fragen auftauchen, beziehungsweise solltet ihr weitere Fragen oder Probleme haben, schreibt mir doch diese einfach mal in die Kommentare oder gegebenenfalls kommt auf meinen Discord. Link ist auch in der Beschreibung. Dort findet ihr halt auch Hilfe zu dem jeweiligen Problem. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag und man höre sich dann beim nächsten Stream. Je nachdem werde ich wahrscheinlich heute, morgen, übermorgen, wann auch immer streamen. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video fandet. Und auch, ob es Verbesserungen gibt. Ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich welche. Und ob ihr noch irgendwie Ideen habt für andere Tutorials, die ich machen könnte. Dann würde ich mal sagen, tschüss.
ansieht sich.